Waffe. Ich hab's gesehen. Ehrlich. Moment mal. Wo kam diese Waffe her? Sie nahm sie vom Schreibtisch. Ich verstehe. Welche Art von Waffe war das? Diese Uhr. Diese statuenartige Uhr. Der Denker, denke ich. Moment mal. Eine Uhr? Wurde das nicht in einer anderen Aussage vor kurzem schon mal erwähnt? Nun, schauen Sie nicht so sauer, Herr Rechtsanwalt. Man kann nicht immer gewinnen. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf der richtigen Spur bin. Wurde aber nie präsentiert als Uhr, ne? Richtig. Frau May, was Sie gerade gesagt haben, war eine schöne Enthüllung. Enthüllung? Oh, das würde ich Ihnen so gefallen. Sie böser Junge, Herr Rechtsanwalt. Sie haben gesagt, dass diese Statue des Denkers eine Uhr war. Das kann man aber nicht wissen, wenn man sie nur sieht. Neulich sagte jemand anders in der gleichen Position wie Sie jetzt auch Uhr dazu. Und er wurde des Mords für schuldig befunden. Oh mein Gott, ist das schlimm. Ruhe, Ruhe. Frau May, Sie können... können Sie erklären, woher Sie wissen, dass das eine Uhr war? Einspruch. Die Zeugin hat den Mord mit ihren eigenen Augen gesehen. Das ist alles, was hier zählt. Die Verteidigung versucht, die wahren Tatsachen durch banale Aspekte zu verschleiern. Ja, natürlich. Sie werden Ihre Frage zurückziehen, Herr Wright. Einspruch! Hey, was soll der Müll? Aber fragen Sie das Einzige, was ich habe. Aber fragen Sie das Einzige, was ich habe, euer Ehren. Sie sind... Wie Sie sich erinnern können, habe ich schon Mörder mit dieser Frage überführt. Ach, ich kann nicht lesen, ey. Okay, nur einmal. Einspruch stattgegeben. Sie dürfen mit der Befragung der Zeugin fortfahren. Puh, das war knapp. Hätte er mich jetzt gestoppt, wäre der Prozess vorbei. Hä? Was? Nun, was passiert jetzt? Also, Sie beantworten jetzt meine Frage. Woher wussten Sie, dass es eine Uhr war? Was? Das ist... weil ich sie gehört habe? Ja, ich habe sie gehört, wie sie die Uhrzeit ansagte. Also waren Sie mal in der Anwaltskanzlei Fay und Partner? Nein, ey, das habe ich nicht gesagt. Warum sollte ich da hingehen? Hab sie im Hotelzimmer gehört. Hihi. Ja, Moment. Ah, ey. Die Anwaltskanzlei Fay und Partner, wo der Mord geschah, ist in der Nähe des Hotels. Sie hätte die Uhr leicht hören können. Nun, Herr Wright, sind Sie jetzt zufrieden? Nein, euer Ehren. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich bin nicht zufrieden, denn sie kann es nicht gönnen. Es kann nicht geklärt haben. Ja. Euer Ehren, fertiges Gericht. Es ist völlig undenkbar, dass die fragliche Uhr klingelte. Sie ist leer. Jo. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Wahahaha. Da sind nämlich Unterlagen drin. Wie können Sie das? Sehen Sie selbst nach, sobald es Ihnen möglich ist. Oh! Sehen Sie etwas Interessantes, euer Ehren? Die Verteidigung hat recht. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Sie ist ganz leer. Wow. Herr Wright, würden Sie bitte dem Gericht erklären, was das zu bedeuten hat? Es ist so, wie es aussieht. Die Uhr war leer. Sie hätte nicht läuten können. Deshalb ist die Zeugin eine dreiste, fette Lügnerin. Fett! Nun, Frau May. Hä?
Da haben sie eine schöne Show veranstaltet, Herr Wright. Er wusste, dass die Uhr leer war. Irgendwie wusste er es. Sie haben jedoch leider eines vergessen. Die Uhr ist wirklich leer, wie sie schon sagten. Sie kann nicht läuten. Wir müssen aber uns fragen, wann wurde das Uhrwerk entfernt? Geschah es, nachdem die Zeugin sie gehört hatte, gibt es keinen Widerspruch. Das stimmt. Das ist eine Möglichkeit. Die Uhr hätte geleert werden können, nachdem sie sie hörte. Genau so ist es gewesen, euer Ehren. Nun, Herr Wright, können Sie beweisen, wann das Uhrwerk entfernt wurde? Haha, natürlich nicht. Ich kann's beweisen. Was? Haben Sie mir nicht gesagt, dass Beweise alles sind? Nun, ich habe Ihnen zugehört. Und nun zeige ich Ihnen ihren heißgeliebten Beweis. Der Beweis für den Zeitpunkt, an dem das Uhrwerk entfernt wurde, ist, das ist das Gespräch. Müsste eigentlich, ne? Mit einem Gespräch zwischen, da. Mia, was gibt's für eine Sonne? Ja, da steht's. Hey, ich will's jetzt präsentieren. Einspruch! Nimm das, meine ich natürlich. sehen Sie sich das an. Das ist ja ein sehr niedliches Handy. Sie haben ein Girlie-Handy. Moment, halt, das ist nicht mein Handy. Hören Sie zu. Das ist das Handy der Angeklagten und es enthält eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung eines Gesprächs mit dem Opfer am Tag des Mordes. Oh, eine Aufzeichnung. Ruhe, Ruhe. Das Handy der Angeklagten... Das wurde mir nicht mitgeteilt. Vielleicht hat es Inspektor Gamschuh übersehen. Der gute Inspektor Gamschuh sollte besser an seine bald fällige Beurteilung denken. Sie haben mein Mitgefühl, Edwards. Nicht wirklich. Spielen Sie das Gespräch ab. Piep. Du möchtest also, dass ich den Denker für dich aufbewahre, oder? Wenn es dir nichts ausmacht. Ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Das ist ja schwach. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Piep, piep. 5. September, 9.27 Uhr. Piep. Euer Ehren, diese Aufnahme weiß, dass das Uhrwerk bereits entfernt worden war. Und dies wurde am Morgen aufgezeichnet, noch bevor die Zeugin im Hotel ankam. Nun, Frau May, würden Sie das dem Gericht bitte erklären? Woher wussten Sie also, dass die Waffe eine Uhr war? Nun, ist das nicht offensichtlich? Habt die Uhr schon mal gesehen? In welchem Laden war das gleich wieder? Ich gehen so viele. Ups, hab's vergessen. Bling. Die Zeugin hat sie also zuvor schon mal gesehen. Das würde alles erklären. Hat die Verteidigung etwas einzuwenden, Herr Wright? Natürlich. Oh Mann. Die Zeugin behauptet, sie hätte sie schon mal gesehen. Es widerspricht direkt einem dem Gericht bereits vorliegendes Beweisstück. Nun, dann zeigen Sie es uns. Liefern Sie bitte den Beweis, dass die Zeugin die Uhr zuvor noch nie gesehen hatte. Die Statue selber, weil sie von Larry gefertigt wurde. Siehst du? Da steht, Uhr in Form einer Statue. Das Uhrwerk wurde entfernt von Larry Butts gemacht. Präsentieren wir das mal. Nimm das! Es ist einfach. Diese Uhr war noch nie in einem Laden. Nie! Was? Ein Freund von mir hat diese Uhr gemacht. Es gibt nur zwei davon auf der ganzen Welt. Und die eine, die nicht hier ist, verwahrt die Polizei. Unmöglich! Alles gibt es in Geschäften zu kaufen. Frau May, ist es nicht höchste Zeit, sich eine bessere Ausrede zu besorgen? Ach ja... Heute keine Ausreden im Angebot?